Um die Maße des Innenraums zu berechnen, wird die Messpuppe Twiggy ins Auto verbaut. Twiggy wiegt 75 Kilo und erhält mit Hilfe eines metallischen Fußes einen normierten Abstand zur Pedalerie. Der Oberkörper des Fahrers wird dann durch eine Stange simuliert, die in einem festgelegten Winkel zur Sitzfläche steht. Unsere Messpuppe ist jetzt eingebaut. Kann man hier erkennen, 8 Grad Winkel ist der Normwinkel. Mit der Puppe kann ich jetzt die Innenhöhe vermessen, an dieser Stelle. Oder auch die Innenbreite, von hier aus gemessen, zwischen den beiden Türinnenverkleidungen, wenn die Tür geschlossen ist. Neben dem Innenraum, dem Fahrgastraum, vermessen wir auch den Kofferraum der Fahrzeuge. Dazu zählt zum Beispiel das Quadermaß. Da gibt es ein großes Quadermaß, was uns sagt, wie groß ein Karton sein kann, der ins Auto hineinpasst. Das messen wir bis zu den Rückseiten der Vordersitze. Und dann gibt es das kleine Quadermaß, das messen wir bis zur Rückseite der Rücksitze. Und dann messen wir auch so interessante Dinge, wie zum Beispiel diese Stehhöhe unter der Heckklappe, die anzeigt, wie groß ich sein darf, bevor ich mir den Kopf anstoße. Das Gewicht des Fahrzeugs ist eine ebenso wichtige Größe. Es hat Einfluss auf Fahrleistung, Dynamik und Verbrauch. Bei Automotor und Sport wird das Auto vollgetankt und ohne Fahrer gewogen. Das Ganze geschieht in zwei Schritten, und zwar zuerst die Vorderachse und dann die Hinterachse des Fahrzeugs. Wichtig für die Messung, die Räder müssen jeweils zentral auf der Messplatte aufliegen, um Fehler zu vermeiden. Wir messen die Vorder- und Hinterachse getrennt, damit wir später was über die Gewichtsverteilung des Autos sagen können. Das Gesamtgewicht wiederum gibt uns Aufschluss darüber, ob die Hersteller ihr Leichtbauversprechen eingehalten haben. Und zusammen mit dem zulässigen Gesamtgewicht können wir die Zuladung berechnen, die bei uns auch bepunktet wird.